Bereits im Zeichen der heurigen Europameisterschaft im Fußball stand das Tischfußballturnier der Union Gaspolzhofen, Sektion Fußball. An diesem Turnier nahmen insgesamt 72 Spieler teil. Die Teilnehmer kämpften mit vollem Einsatz, denn nicht nur dabei sein, sondern so weit als möglich in Richtung Stockerlplatz zu kommen, war das Ziel jedes Einzelnen. Man konnte im Einzel oder Doppel antreten. Die Turniere wurden im großen Saal des Gasthauses Danzerwirt ausgetragen. Gewurzelt wurde wie bei der Euro 2008 nach dem K.O.-System. Insgesamt wurden 24 Einzel und 24 Doppel ausgetragen. Die Spitzenplätze waren so heiß umkämpft, dass nicht nur die Spieler, sondern auch die Zuschauer ins Schwitzen kamen. Für die Veranstalter war die Organisation des Turnieres keine sehr große Herausforderung. Ja, nachdem wir schon zig Veranstaltungen gemacht haben, sind wir da schon kleine Profis. Zu dem Ganzen haben wir ca. Wochen gebraucht. Auch die Beschaffung der Tische erwies sich nicht als das Problem. Im Prinzip nette Tische bietet jeder Automatenhändler an, war überhaupt kein Thema. Innerhalb von 2 Tagen haben wir die Automaten gekriegt und hat schon passt. Die Werbung für die außergewöhnliche Veranstaltung war sehr professionell. Ein Freund hat mich angerufen, mit dem ich Doppel gespielt hat. Und in der Zeitung ist auch gestanden, was mich überrascht hat in den Nachrichten. Und da habe ich mir gedacht, das kann man nicht entgehen lassen. Das erste Wussel dann irgendwas versuchen. Um den Sieg kämpften nicht nur Gaspolzhofner, sondern durch die gute Mundpropaganda weit über die Gemeindegrenzen hinaus auch Freunde und Bekannte der umliegenden Gemeinden. Als Siegesprämien winkten Köstlichkeiten für das leibliche Wohl. Wenn die Fußballspieler auch so viel Elan bei der Euro 08 zeigen, dürfen sich die Fans des Fußballs auf spannende Spiele freuen.